Und hier sind wir auch schon wieder zurück zu Halo 2. Ja, sorry für die Pause von einem / zwei Tage. Ich weiß nicht genau, wie viele es werden. Kommt drauf an, wie ich mit dem Render nachkomme. Wahrscheinlich werden es zwei Tage. Ja, ich bin ein bisschen im Stress immer noch. Ja, irgendwie werde ich als nicht so ganz mit dem Ende des Umzugs fertig. Aber bald habe ich Urlaub. Meine Frau aber auch. Also, kann es sein, dass zwischen den Jahren ein bisschen weniger Output ist. Nimm's mir nicht übel, aber ja, wenn ich mal Urlaub hab, dann will ich den Urlaub auch genießen. Ja, das nur als kleine Info. Ich werde jetzt ein bisschen was aufnehmen, klar. Aber auch nicht so viel, weil ich jetzt auch nicht so viel Zeit heute habe. Ich würde auch gerne noch Mittagessen starten. Ja, wer hätte es gedacht? Ich esse schon abartig, wie ich drauf bin, oder? Essen. Urlaub. Was ist mit YouTube? Ja, Leute, ihr seid tolle Fans. Also, ich mag unsere jetzt wieder 19 Abonnenten. Ihr seid toll, ihr seid treu, ihr bleibt bei uns. Aber, ja, für 19 Abonnenten lohnt sich jetzt halt auch nicht, da jetzt unglaublich viel Zeit aufzuwenden. Ich glaube, wir wenden genug Zeit auf. Es sind insgesamt, was die Webseite insgesamt kostet, immerhin mehr als 12 Stunden die Woche. Das ist sau viel. Was geht denn jetzt ab? Habe ich irgendwas verpasst? Warum die zwei mich jetzt so hassen? Bin ich denn hier? Da spielt Mama ein oder zwei Tage nicht. Also, eher gesagt, zwei Wochen nicht. Und schon hat man keine Ahnung mehr, wo man ist. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Muss ich den jetzt wirklich hier umbringen? Wahrscheinlich, ne? Gut, da werden wir also das Tarnmodul brauchen. Immer mal wieder wechseln. Was habe ich denn hier noch? Ah, super, das bringt es halt jetzt auch nicht so sehr. Okay, die Sequenz ist ja richtig nervig. Gut, wenigstens der kleine Nervbolzen jetzt schon mal weg. Sie ist ja nicht schwer. Das ist ja halt einfach nur, ja. Halt nervig. Und ich habe nicht mehr meine Ahnung, was ich genau machen muss. So, mehr SMG-Rounds. Ja, cool wäre, wenn ich jetzt Haftgranaten hätte, hab ich aber nicht. Was ein bisschen doof ist.
Ja, ernsthaft, warum habe ich denn keine... Holen wir mal den Sentinel-Beam. Und wieder nach unten. So, habe ich noch einen anderen Sentinel-Beam? Ein paar Shotgun-Shells. Gut, das erste Ding ist schon mal ab. Sehr schön. Aber ein neuer Sentinel-Beam wäre noch cool. Weil sonst wird das ein bisschen schwer. Na gut, muss ich erstmal das hier wieder nehmen. Sentinels. Sehr schön. Da haben wir doch Neues. Gut. Der nächste Teil ist ab von dem Teil. Ja, ja, die Halo Defense Systems. Wo man sich immer fragt, warum? Warum sind die so designt, dass sie einen immer angreifen? Das gibt halt immer ernsthaft keinen Sinn. Okay, der nächste Teil des Dings ist kaputt. Und da war es gänzlich weg. Gut, jetzt wären auch die Defense Systems offline. Jetzt halt die Frage, wo geht's weiter? Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal auch verlaufen und vertan. Kann ich jetzt durch? Ich weiß, dass man das Ding besiegen musste, aber wo es dann weitergeht... Keine Ahnung. Ah, hier wäre noch eins. Gut, ist hier noch irgendwo eins von diesen Sentinel-Löchern? Scheint mir auf den ersten Blick hier nicht so. Aber irgendwo höre ich noch einen Sentinel rumfliegen. Als hätte hier noch irgendwo eins überlebt. Eins von diesen Dreckslöchern. Da! Hier geht's weiter. Da ist ein Sentinelloch. Okay.
Okay. Nerv mich doch nicht. Okay. Wo sind wir denn hier jetzt? Gar nicht mal so hübsch hier. Ehrlich gesagt, ziemlich hässlich. Ja, lass mich doch hier hoch. Hier ist ein Pylon. Den ich aktivieren kann. Jetzt weiter nach unten. Auch nicht so ganz dufte hier aus. Das erinnert mich an damals, als wir in die Kriech waren und nicht alles voller die Monster war, nicht? Das war auch ganz die Scheiße. Schrotflinte wäre ganz cool. Alternativ könnte ich auch einfach alle Gegner ignorieren. Wie ich das so häufig mache. Ja. Schön. Ich erkenne hier gerade mal wieder nahezu nichts. Ah gut. Man, wie gesagt, man kann hier ziemlich viel ignorieren an der Stelle. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. Durchgang decken. Ah, trifft man jetzt auf die Menschen gleich. Wo geht das lang? Ich erkenne nichts. Ah, ein Pylon. Okay, noch ein Pylon. Als weiter nach unten. Sind hier jetzt gelandet? Na gut, was wir hier erleben, das sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Also, tschüss, macht's gut. Bis denne.